Unglaublich, oder? Ich meine, klar, man sieht es ihnen nicht an, aber warte mal, bis sie auf der Strecke sind. Vertrau mir, du wirst die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Das hoffe ich doch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon. Man kann das natürlich schon unschwer erkennen. Zur zweiten Expansion hier im Spiel. Und zwar der Hot Wheels Expansion. Ein Hot Wheels, wer kennt es nicht, diese kleinen Plastikrennautos auf diesen orangenen Bahnen. Gibt es jetzt auch in Forza. Und auch noch mit ein paar andere Autos. Also nicht nur Hot Wheels, auch ein paar etwas andere Autos. Aber auch nicht unbedingt weniger geile Autos. Bin echt mal gespannt, wie es wird. Noch ein schöner Ladescreen, der gerade hängt. Kann man gerade hier vor wenigen Minuten raus. Ich habe jetzt gerade hier 20.21 Uhr. Am Dienstag logischerweise. Ist der für mich kostenlos, da ich ja den Expansion Pass habe? Sieht schon mal ziemlich nice aus. Unser Team hat sich schwer ins Zeug gelegt, um die größte, schnellste und extremste Insel der Welt zu erschaffen. Du kannst dich ruhig kneifen, Boss. Das ist alles echt. Okay. Okay, what the fuck? Ach du Scheiße! Yo! Der Sprung! Das gefällt mir schon. Kann man hier überhaupt Vollgas durchfahren? Okay. Das war nicht ganz so geplant. Okay, kann man offensichtlich nicht. Das ist nicht ganz so ein Hotwheel-Bahn, also wie in echt. Also das ist wie halt, ne? Okay, sieht aber alles... Sieht voll geil aus. Bist du ja ruhig, der Hotwheel, das ist der Bone Shaker? Alter, ne, diese Turbo-Dinger da. Wie die auch heißen. Alter. Jo, Looping! Nochmal, Alter. Looping, ja, wow, kann man machen. Okay, 141 Straßen, nicht schlecht. Okay, das ist noch ein anderer, das ist hier der Mustang. Das der wird gerade noch gebaut. Das ist, glaube ich, der Twin Mill vor uns. Ich kenne mich jetzt im Hot Wheels nicht wirklich aus, deswegen entschuldigt meine Unwissenheit. War hier was? Haha, ein Dinosaurier! Noch ein Chitinario, Alter, wie geil ist das denn? Alter, das sieht mega nice aus. Ah, ein Dino. So, hochschalten. Ach du Scheiße. Ja, netter Sprung. Das ist ja geil. Ohne Spaß. Es gibt hier, glaube ich, noch andere Gebiete und nicht nur dieses eine hier. Es ist schon ziemlich geil, aber es gibt noch, glaube ich, 5 weitere Locations. Auch in diesen orangen Hot Wheels Bahn. Ey, das ist ja richtig geil. Aber könnte aber noch ein bisschen schneller sein. Ich meine, der ist schon nicht ganz langsam, aber ja. Ich bin teilweise. Oh Gott. Anderes gewöhnt. So, runterschalten. Hat einen nice V8, denke ich mal. Ich glaube, jetzt in Sicht. Ach du Scheiße. Ich meine, ist cool, aber Alter, der sich zu fahren, auch wenn du willst. Okay, also hier nichts für schwache Mägen. So, noch ein Sprung bis Feuer. Warte. Yo. Also, die Inszenierung ist ja mal wirklich geil. Jetzt war ohne Spaß. Ja, ich freue mich auch mega. Muss ich sagen. Ich dachte mir, das hat mir jetzt. Warum? Aber es ist eine coole Idee. Mal was anderes. Ich meine, das ist auch ein Arcade-Rennspiel, also mein Gott. Wer jetzt irgendwie sagt, das ist ja nicht realistisch. Ja, mein Gott, wir fahren Forza Horizon. Also, auf den ersten Volk freigeschalten. Da ist er. Ich glaube, das ist der Bone. War der Bone Shaker, genau. Okay, umsehen. Ja, hier haben wir noch den Hot Wheels Riprod von 2012. Mit. Wie süß. 1 Liter Hubraum. Ist auch nicht so schnell, nur B-Klasse. Mit 153 kW. Aber gratis. Ich meine, gratis Autos nehme ich immer gerne.
Tasche, aber es wird um einiges schneller sein. Na, hoffe ich doch, ne? Oder auswählen? Natürlich mache ich das. Ich meine jetzt der Bone Shaker. Ich glaube, das war ein Bone Shaker. Ich habe das schon mal so gesehen, wie der. Also ich habe das schon mal gehört, dass das der sein soll. Ich weiß es aber nicht. Noch ein etwas langsames Gefährt. Interessanter Sound. Interessanter Wagen. Okay, aber coole Farbe. Das Grün, das mag ich. Hallo Fabian. So wird das hier laufen. Die Leute von Hot Wheels werden größere und verrücktere Setups testen. Ich werde dir also immer schnellere Autos zuschustern. Und wir vergeben Medaillen für die Qualifikation. Fragen? Wie die Strecken stehen bleiben? Gute Frage. Ich werde das klären. Okay. Hier haben wir quasi jetzt unsere Karte. Erhalten Sie 5 Medaillen, um in die nächste Runde zu gelangen. Okay. Das Gebiet, das sieht schon mal nicht so klein aus. Hot Wheels, Thrilltopia. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Gegend von mehreren. Bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Also das 140 Straßen, ich glaube nämlich nicht. Naja, werden wir sehen. Jetzt werde ich hier die Route festlegen zum nächsten Rennen. Epischer Stunt Sprint. Mit B. So, jetzt haben wir auch hier Zugang in der freien Welt mit dem Wagen. Warte, mal kurz einen Soundcheck machen. Der Sound ist geil, ne? Heute ist noch ein kleiner besonderer Anlass für euch, denn ich werde jetzt nicht alleine weiter spielen, sondern im Korb mit einem Kumpel. Deswegen mache ich einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch jetzt wieder hier beim Hot Wheels. Und zwar mit dabei heute ist nämlich der Kai. Hallo. Wir möchten heute und auch in der nächsten Folge noch ein paar Rennen fahren. Das erste Rennen ist hier direkt beim Festival. Das ist ein Sprintrennen der B-Klasse. Ich mache mal hier eine Route für uns hin. Kannst du nicht. So, oder für mich nur eine Route. Man ist schon ziemlich weit. Halber Kilometer. So, gucken, wie das Rennen wird. Hier mit dem Hot Rod. Ne, Hot Wheels. Ja, Hot Rod, genau. Hot Wheels Rip Rod. Kai fährt einen wunderschönen BMW. Was fährst du denn da schönes, Kai? Den M3 E92. Der Bodykit, ne? Nice. Schön. Da kann man sich ja mal gönnen. So, hier sind wir auch schon. Der epische Stunt. Achso, nur der Anführer kann beginnen. Genau, das macht Kai immer schnell. Stell mal alles Alter schön, 3 Kai. Plus. Ah ja. Und falls wer fragt, Folgen mit Silas würde es nicht mehr geben. Das sage ich schon mal. Nehmen wir beide die gleiche Karre. Und ich habe vor, jetzt Hot Wheels mit Kai komplett im Korb durchzuspielen. Also die normale Karriere. Jetzt nicht alle Meisterschaften, das wäre ein bisschen viel. Aber an sich schon halt den Story-Modus einmal bis zum Finale. So, aktuelles Auto natürlich. Den guten mit einem süßen Liter Hubraum. Also nicht mal eine Flasche Wasser. Wie putzig. Ja, in Deutschland darfst du es trotzdem nicht fahren. Na und? Mal gucken. Bin sehr gespannt. Ich auch. Ich war in der Einführung mega schlecht. Ja. Wieso kann man das Vollgas fahren? Überschlagen kann man doch nicht. Ja, Vollgas ist schwierig. Ja. So, ja, nette Autos hier. Aber nicht wirklich viele Hotbots. Außer wir beide und noch der andere. So. War ein geiles Getriebe, ne? Schaltet mega zügig. Ja. Oh. Erstmal was RAM. Ah, Fabian hat schon die ersten Probleme. Naja, ich meine, wenn ich den Wagen zum ersten Mal jetzt fahre, er geht noch nicht alles perfekt. So, ist irgendwas abgeschlossen. War ein langes Wort, aber oh Gott. Alles klar, alles klar. What the fuck? Herausforderungsfortschritt abgeschlossen.
Habe ich auch. Was? Achso, 10.000 Fähigkeitenpunkte ist ja nichts. Looping schaffe ich sogar. Bin ich runtergefallen. Man kann auch, gut, auch mal was runterfallen, würde mich mal interessieren. Beim Looping, ich glaube nicht. Ja, könnten wir gleich mal ausprobieren. Ich meine, physikalisch ist das natürlich möglich, ne? Bist du langsam? Das fällst du mit dem Looping runter oder rollst du zurück, wenn du Glück hast? Wenn du Glück hast, so, dann fliegst du runter. Oh Gott. Der Riprod hat 8 Gänge, wusste ich gar nicht. Und ich bin ins Wasser gefallen. Qualität. Ja. Vielleicht geht's zum kleinen Preis. Oh Gott. Alter, ne? Dieser Turbo, ne? Ich war gerade am 4. Gang. Gestern hat er 2 Gänge hochgeschalten. Ist immer noch im Drehzahlbegrenzer. Also bei den Boosts, du brauchst auf jeden Fall den 8. Gang, sonst wird's halt begrenzt. Alter, das ist voll viel. Das ist nämlich mehr als 7. Oh ja, Topspeed auch ganz nett. Ich weiß, wir haben 153 kW, ja, aber es wird über 300 gefahren. Dank den Turbos. Wiegt ja auch kaum was. Da kennst du ja diese Mercedes-Werbung, wo hier, glaube ich, der SLS oder so an der Wand fährt. Oder im Tunnel an der Wand fährt. Ich glaube ja. Das machen wir jetzt in Forza. An der Wand fahren quasi. Oder in den Winkel zumindest. Tu mal was fürs Team, Fabian. Ja, mein Bestes, aber ich komme ja noch nicht so wirklich klar mit dem Wagen. Oder auf der Strecke. Ich werde hier sehr krass abgedrängt von Fahrzeugen. Von Fahrzeugen? Echt? Ja. Oder vom Booten? Das ist eine Boots-Expansion. Ja, falsche Spiele. Immer Gast hier, kleiner Hot Wheels. Hot Wheels, meine Güte. Ja, ist für mich ein Hot Wheels. Ja, ist ja auch quasi ein Hot Wheels. War ziemlich langes Rennen, ne? Für einen Sprint. Ja, gut, die Karte ist auch also relativ groß. Auto. Mein Gott, ne. Alter, ne, diese Turbos. Also, die sollten wir schon schreiben. Ey, was soll das? Ich glaube, das erste Rennen, das war ein voller Erfolg. Ja, würde ich auch sagen, ne? Letzter. Top. Bist du schon am Ziel? Alter. Ja. Ja. Du nicht. Wie ist meine Karre so langsam? Ja, daran muss es liegen, ne? Ah. Hast keine Chance gegen den... Hast einfach keine Chance gegen den Jalper, oder wie das Auto heißt. Gut, jemand nicht ganz gewonnen, aber. Ach, ein Dino. Ist ja süß. T-Rex. Der muss mal die Zähne putzen. Ist ekelhaft. Riecht ganz schön. So, fast 13.000 EP. Naja, nicht so viel. So, Medaille. Eine Medaille. Stark. Stark. Hä? Wieso gewinnt das Rennen? Hab ich doch gewonnen mit dir. Ah, ne, aber verdammt. Ja. Verkehrte Welt. Bam. Verkehrte Welt. Ich würde mal sagen, wir bauen die Fahrzeuge ein klein wenig auf. Dürfen wir das dann fürs nächste Event? Ich guck mal kurz auf der Karte. Ja, wir müssen das Ganze abschließen, oder nicht? Eigentlich. Hier, erhalten Sie 4 Medaillen, um die nächste Stufe zu. Also eigentlich. Und die in die nächste Runde kommen. Ja, eigentlich nicht, aber ich würde doch sagen. Wir müssen nur mehr Medaillen machen. Okay, dann markiere ich mal das nächste. Das ist aber auch wieder B-Klasse, ne? Ja, das Rennen ist auch B-Klasse. Das ist eine Rundstrecke? Oh, nice! Bei nächster Gelegenheit wenden. Wo bist du gerade? Ich bin hier vorne, hinter dir. So. Hast du auch den Gruppenpunkt? Ja, okay. Ja, ich sehe den. 2,4 Kilometer. Ach, wieder Dino. Was ist ja süß. Ey, nicht essen! Dem Online-Modus mit sich 12 Leuten. So lustig werden, glaube ich. Das könnte, es wird ein richtiges Chaos. Willst du hier runter? Willst du hier langfahren? Nö, ich komme nicht mal runter. Da passiert nämlich genau das. Oh,
Okay, ich werde nicht resettet. Ah, jetzt. Was ich auch geil finde, wenn man über diese Booster da fährt. Ja. Das ist einfach übertrieben schnell, weißt du? Der Wagen ist so mega langsam. Dann so alles. What the fuck, ey? Von 70 auf 240 in einer Sekunde. Das Getriebe freut sich. Dann wird es an der Bestleistung. Das sieht hier nice aus, in so einer kleinen Stadt. Mhm. Ich dachte am Trailer erst, dass das Sebastian Paradise. Das habe ich allerdings auch gedacht. Wäre aber auch geil gekommen, wenn das ein Surfers Paradise gewesen wäre. Denn aber nicht für immer, ne? Weil es ja irgendwie auch kacke, ne? Und es ist ja nur immer. Wenn man nicht mehr normal fahren könnte. So, dann ist hier. Wo ist der Kai? Ach, da kommt er auch. Angetuckert. Wolkenkratzer-Katapult. Okay. Ich tippe mal auf Zeit Sprünge. Kürzer als 51. Ja, das ist okay. Vermute ich, man munkelt. Warte mal, bevor wir das jetzt starten, ich will mal kurz mal was gucken. Wenn ich jetzt ein Auto in einer anderen Klasse nehme. Alle Zeit der Welt. Hier wird denn was Schönes. Warte mal. So ist nur. Nehmen wir doch mal was Passendes zum DLC hier. Ich wäre mal gespannt. Was du Passendes nimmst. Ja. Sagen die auch schon hier für den Wagen? Ziemlich luxuriös. Hat das schöne Alcantara-Leder. Ja. Ist das der Twinmill? Ja. Ich glaube Twin wegen diesen beiden Dingen da. Ja, Double Kompressor. Der ist immer noch B, okay. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich erstmal alles B und dann kommt A. Klingt logisch. Und dann ich nehme mal 2X. Na, X vielleicht nicht, aber C, die muss ja schnell runtergebaut werden. Ich nehme mal den Toyota. Die auch kann er nicht. Für den Toyota Hilux. Durch. Der so schnell ist, ich weiß ja nicht. Das werden wir jetzt sehen. Ja. Und ich glaube, viel langsamer als meiner geht auch gar nicht. Naja, gut, du wiegst ja auch nicht so viel. Ich wieg ja jetzt 2 Tonnen. Bist du aber fett geworden? Klar. Also. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, nicht ich, sondern das Auto, aber. Ich wollte dir jetzt auch mal bringen. Ist okay. Musst du den nicht immer abkriegen? Ja, ist ja auch alles nach Spaß. Sollten die nee. Zuschauer nicht mehr. Tod ernst. Tod ernst. Ja, du Fotze, ich hasse dich. Bitte nicht wollen. Stand ja auf dem 10. Platz, warum? Das ist voll ungerecht. Ich fühle mich unfair behandelt. Alles klar. Ciao. Hätte ich gerade Rakete genommen, Kai. Ja, ich weiß. Ah, gut. Okay. Alter. Okay, dann läuft ja richtig. Ach, scheiße. Diese Boosts, die sind so, ja. Alter, what the fuck. Ich mach gerade keinen Abgang. Nein, das sieht nicht so aus. Hast du den Looping nicht geschafft? Das war volle Absicht. Führen Sie mit dem. Eine Fassrolle aus. Ah ja, mit dem Hilux musst du eine Fassrolle ausführen für den Erfolg. Alter, Hilux. What the fuck, ey. Diese Kamera, wenn du da durch diesen Boost fährst. Ich bin gerade noch gar nicht mal so scheiße. Okay. Mein Auto schafft auch 300. Das finde ich gut. Wer kennt ihn nicht? Kurz kratzen. Für durch den brennenden Ring fahren. Kann man mal machen. Alter. Gottes Willen, das Ding ist langsam. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Cunning Stunts Update in GTA. Ja. Nur, dass das hier ein cooler ist. Bild. Ja, gut, es sieht einfach nur besser aus. Oh, das ist Alter. Wahrscheinlich der. Ich komme noch gleich so eine Stelle, wo du dich wo du links oder rechts fahren kannst. Ich bin da fast gerade in der Mitte entlang gefahren. Mal sehr links, rechts. Achso, dann musst du ausweichen. Ja, gut. Gib Gas, Auto. 160, komm. Immerhin. War nicht so die schlauste Idee von mir. Eine lange Runde. Hilux ist mehr so für Erkunden. Okay.
erklären. Ja, kann sein. Ja, nee. Nee. Nee, das, okay, das Ding will nicht. Das Team ist noch am Gewinnen. Ich gebe mein Bestes. So, hier habe ich ja das Ziel abgeschlossen. Und Zeit dann 1,52 oder halt auch weniger. Komm, gib mir das hier, mein Kleiner. Juhu, 2 Minuten 8. So close. Ah ja, schaffst du noch, easy. Aber echt nicht so schwer, die Rundzeit. Okay. Alter, ich habe vorhin einen NSX und jetzt einen Nissan 350Z. Ich habe so einen schönen. Alter, what the fuck. Nicht drehen, nicht drehen! Nein, nein, nein! Nein, nein. Ich wurde gerade halt. Ja, die scheint ja spannender zu sein als bei mir. Ich wurde gerade bei diesem Toro da, wurde ich halt von so einem Typen das nicht reingefahren. Da werde ich mal so kurz auf zwei Rädern. War nicht so nice eigentlich. Aber ich hab's noch überlebt. Meine Reifen sind in der Strecke. Danke, Forza. Danke dafür. Ich will Erster werden. Wir brauchen Teampunkte. Ja, muss das machen, ne? Also. Ja, ich gebe mein Bestes. Mache ich eigentlich immer, aber. Immer hilft das was. Ja. Jetzt muss nur noch Erster bleiben. Ich halte den Letzten auf. Ja, du musst Letzter bleiben. Wird aber schwer, keine. Ja. Ich mache mich breit. Ich denke, das sollte ich eigentlich schaffen. Hoffe ich zumindest. Unser NSX oder so ein 350Z, die sind schon nicht gerade langsam. Aber ich bin halt voll beim Skilling, ne? Sagt der Dynamo, dass ich nichts kann. Richtig. Ja, ich werde Erster. Warte, boom! Aber mit einer schlechteren Rundenzeit. Ist irgendwie bitter. Naja. Komm, kein Elfter, komm. Respekt. Ja, Elfter schaffe ich. Vielleicht noch Zehnter? Wer weiß? Nee. Na, ja, der ist da vorne. Wenn ich den wegramme, dann. Da bräuchte ich nur Leistung für, damit ich rankomme. Ne, das schaffe ich nicht. Zieh, Auto. Mein Gott, ey. Ich glaube, das war der falsche Wagen, oder? Den du genommen hast. 5 Sekunden, ich schaff's nicht mal ins Ziel. Naja. Danke. Danke dafür. Hab ich gern gemacht, danke. Aber Team hat gewonnen. Team Boss. Bestehend aus 2 Bossen. Ah. Das ist richtig. Nächsten Erfolg. Wegmeister. Was ist eine Strecke, in dem sie zum. Okay, schon vorbei. So, EP-technisch 15.400 EP. Ja. Ab 18.000. Das war wohl ein Kinderspiel für dich, oder? Zack. 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 3 Sterne gibt's dafür. Fehlt noch ein Stern für die A-Klasse. Ah, ne, ich hab alle. Dann würde ich sagen, fahren wir dieses erste Rennen. Und machen wir hier einen PR Stand? Ja, wir können den PR Stand machen. Löffel, ja, würde ich sagen. Machen wir. Ui. Okay, bei A kriegst du einige neue Rennen. Nehmen wir dann den Riprod, bauen den auf A auf, oder? Ich würde sagen, neuer Wagen. Okay. Aber wo der Löffel ist, das weißt du, ne? Gerade ich... Warte... Da unten. Das ist nicht weit entfernt. Ah, hab ich gerade gesehen. Ja, die machen wir heute noch. Warte. Wirklich so schnell. Gib doch mal Gas. Ich bin halt ein bisschen übergewichtig. Kai 2017. So, und Start mal. Was? Warte. Mittel. Steht ja nichts. Okay, sollte 2 Sterne geben, das Beitreten. So, was müssen wir denn machen? Verlieren Sie im HW Mustang in den oh Gott. Cobra-Windungen die Orientierung. Ich dachte mir so, hä, was steht da? Was muss man machen? Okay, wieder Musik. Ach, die ist bestimmt immer geschützt. Ah, ja, ich muss ein bisschen singen. Lalala, das kann ich so toll. Da. Okay, den gab's ah, ich kann die Musik ja anlassen. Ja, das ist gut, ne? Ja, das stört mich immer. Wir müssen zusammen schaffen, über 400 km/h.
Also jeder so circa 209, wenn ich rechnen kann. Ja. Lol, Barrel Roll. Ich hab ein Problem, Kai. So, diesmal fällst du bitte nicht runter? Ja, diesmal fall ich nicht runter. Keine Angst. Ist mir noch nie passiert. Du musst dich dann auch gleich orientieren. Du musst rechts abbiegen. Ne? Also halt dich dann mehr rechts auf. Mhm. Dann musst du so eine Ja, tolle Musik. Kobra, wenn du halt. So, ausgemacht. Hör mal vor. Okay, ein bisschen umschalten. Okay, oh, driften kann auch ganz gut. Hm. Ja, 6 Gänge, okay. Vielleicht aber eigentlich auch. Oh Gott, jetzt musst du vorsichtiger sein, was soll ich hier jetzt? Okay. Sieht gut aus. 220 hatte ich. Ja. Genug, würde ich sagen. Ja. Und ein Erfolg. Ja. Okay, die Dinosaurier, was sieht wieder aus? Leider noch 4200 EP, aber gut. Das war Geld, ups. 2500 EP. Kann man ja mal verwechseln. Und dafür hier volle 2 Medaillen. Dann hast du jetzt auch Stufe A, richtig? Dann habe ich jetzt auch Stufe A eigentlich. Noch kurz den Ladebildschirm abwarten. Ich weiß, was bei mir der Vorteil ist. Ich habe nämlich den einen Blitzer. Den hast du noch nicht. Das kann sein. Ich gehe mal kurz auf die Karte. Ist ein neues Auto. Gut, habe ich gerade weggeklickt. Nice. Ah, jetzt habe ich auch die ganzen A-Rennen. Gut, neue PR-Stunts, neue Rennen. Ja, den PR-Stunt, diesen Stadtpanorama-Blitzer, den hast du noch nicht. Wo ist denn der? Der ist direkt links, rechts unter dem PR-Stunt. Hab ich, aber ich war zu schlecht. Für einen Stern. Ach so, ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir alles Weitere in der nächsten Folge. Ja. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und hoffen, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir den Arktas-Rennen machen. Oder zumindest einen Teil davon. Wir werden, denke ich mal, nicht alle schaffen. Aber mal gucken. Dann würden wir sagen, ciao. Ciao.